vielleicht von hier meine Ziele zu sehen. Mit den anderen. Kommen wir hier hoch, ja. Aber bringt uns das was? Vielleicht. Ganz klares Jein. Ja. Das hier ist vielleicht schon zu weit, weil man nicht weiß, was hier eventuell dann lauert. Copy that. Zuerst setzte Advent nicht tödliche Betäubungseinheiten zur Gruppenkontrolle und bei Protesten ein. Mittlerweile sehen wir allerdings nicht mehr allzu viele davon. Stop that! Hier aus könnten wir einen sehen. Ja, dann machen wir das auch direkt so. Wechsle Position. Na toll. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich habe nur noch wenig Munition. Die Schatten haben versagt. Nee, nicht die Schatten, sondern du hast versagt. Das ist fein. Ziel neutralisiert. Oh nein. Wir haben jetzt schnitzelt der schön. Über Gestaltwandler gehört. Das sind sie wohl. Eine bemerkenswerte Spezies, wenn wir sie nur festhalten könnten. Denken wir nicht mal darüber nach. Der ist fast so schlecht wie die Widerständler. Oh. Hier sind Advent-Truppen. Das sind viel ziemlich viel auf einmal jetzt gerade. Ja, gut. Was mache ich jetzt mit denen? Ja. Ja, der... Gucken wir erstmal durch. Also von hier oben sieht man nichts, trifft man nichts.
Okay. Ja, dann machen wir es von da. Prozent, ja. I got nothing. Ich hätte schon ganz gern die Ausrüstung hier. Frage ist, könnte der mich dann flankieren? Wahrscheinlich. Hm, wenn der Zylister nicht wäre, ne, dann könnte man da vielleicht noch eine Granate irgendwie reinlegen. Drei bis vier Schaden. Ich glaube, das mache ich dann trotzdem. Oder? Ja, ach ja, komm. Probieren wir es mal. Ein bis fünf Schaden. Hm. Ziemlich schlecht jetzt für mich. Machen wir einfach mal. Gucken, ob der Widerstand da noch irgendwie was machen kann. Meine Munition ist alle. Sie sind an meiner Flanke. Da war ja noch einer. Auf die Flanken achten! Advent forces sighted. Getroffen. Und 40. Position confirmed. Dann nehmen wir damit jetzt hier einfach die Klamotten hier mit, die da liegen. Zielfernrohr, okay. Got the goods. Und ja, schieß mal. That is not good. Yep. Nicht gut, ist richtig. I'm running low on ammo. Brauche Deckung, lade nach. So, dann. Ja, nehmen wir den mal weg. Das unausweichliche Schicksal der Aliens. So, was machst du? Ja. Ja. Ziel eliminiert.
Schwerer Beschuss in dieser Zone! Ich hoffe, dass die noch mehr auf die Zivilisten gehen. Nein. Enemy down. Das Widerstandsteam ist in Sicherheit. Es hilft nun den anderen Überlebenden. Ist das so? Moving to designated coordinates. Oho, hätte nicht gedacht, dass sie trifft. Manus 1-5, Sie haben die verbliebenen Zivilisten gerettet und es sind keine Feinde mehr in Sicht. Gute Arbeit da draußen. Ja, danke schön, danke schön. Vor Jahrzehnten gab es schon mal ein Albumcover, das so ähnlich aussah. Ist das so? Alle Advent-Gentherapie-Kliniken sind morgen aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Erste Berichte, nach denen Dissidentenaktivitäten der Grund für die Schließung seien, wurden als Propaganda der Radikalen entlarvt. Einziger Schnitter noch steht, wird er kämpfen und den Finger am Abzug haben. Okay, die verstehen Sie anscheinend auch ganz gut. Der hat ja schon, ne? Mit irgendjemand anderes hat die schon irgendwie ein Bündnis oder so ähnlich. Was ist denn das jetzt hier? Alte 25 Zielsicherheit, solange du verborgen bist, 25 kritische Trefferchance bei Angriffen auf Feinde. Bringt mir aber nur was, solange ich verborgen bin. Ich glaube, das hier ist mir dann lieber. Das ist ja cool. Eine Einheit, die da gesehen wurde, bleibt dauerhaft sichtbar. Mehr Schaden und größerer Wirkradius wird aber natürlich mehr Sinn machen hier mit der Fernzündung. Obwohl, die Fernzündung gilt ja, glaube ich, nicht für die Claymore, ne? So viel wie die Typen hier wegrennen, dann nehmen wir lieber hier diese Zieldefinition.
Genau, erlaubt Feuerschutz mit Truppsicht auszulösen. Das ist auch cool. Truppsicht hieß das auch, was ich gerade meinte. Dass sie den gar nicht selber sehen muss, sondern einfach nur einer aus dem Squad irgendwie. Für andere finde ich da schon interessanter als garantierten Schaden durch den Gremlin. Ja, komm. Kampfintelligenz. Habe ich bisher noch nicht drauf geachtet. Das ist wahrscheinlich auch was Neues, ne? So, wir haben ein Zielfernrohr. Leichen. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Gute Arbeit. Kohlen gedreht, weiter geht's. Also wirklich was gebracht, storytechnisch hatten wir das jetzt nichts, ne? Naja, machen wir mal hier weiter. Commander, lokale Widerstandstruppen sind bereit für die Kontaktaufnahme. Wir müssen den ersten Schritt machen. Ja, dann machen wir das mal, oder? Ja doch, wir haben ja nicht wirklich was anderes, was wir hier tun können. Verschieden sind wir gar nicht, Commander. Wir beide haben verloren und dafür anderen große Verluste beigebracht. Ich vergieße Blut im Namen meiner Meister. Sie schicken andere, um in ihrem Namen Blut zu vergießen. Der Grat zwischen Ehre und Heuchelei ist schmal. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Ja. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Hoffe ich auch. Die Auserwählten lassen sich nur schwer infiltrieren, aber wir konnten Informationen über ihre neuesten Aktionen sammeln und so einen groben Eindruck gewinnen, wie nahe sie ihrem Ziel der Lokalisierung der Avenger sind. Okay. Commander, uns liegen Informationen vor, dass die Aliens an verschiedenen Entwicklungen arbeiten, die unsere Möglichkeit zum Stoppen des Avatar-Projekts gefährden. Wir können eine dieser Bemühungen mit Guerilla-Einsätzen stören, aber wir müssen mit Bedacht wählen. Uns fehlen die Mittel, um überall einzugreifen. Aber noch wissen wir doch gar nichts über die Avatar-Geschichte, oder? Das wäre echt mies. Immun gegen Umweltgefahren wie Gift, Feuer und Eis. Also gut, bisher kennen wir eigentlich nur wirklich Feuer. Naja, schauen wir mal. Commander, die Fraktionen haben der XCOM ihre Unterstützung zugesagt und sind bereit, unsere Befehle auszuführen. Alle Aufgaben, die sie zuweisen, werden vom Widerstand erledigt. Okay, das geht auch. Meine Leute sind bereit für weitere Arbeit, falls sie zusätzliche Befehle für uns haben, Commander. Ja, tut Dinge.
Tja, was will ich machen? Mehr Mobilität ist auf jeden Fall bei den Einsätzen echt hilfreich. 10% mehr Lieferungen. Jetzt am Anfang glaube ich noch nicht so ganz so wichtig. Also jetzt am Anfang ist der Bonus noch nicht so ganz so hoch. Obwohl, da ich weiß es nicht. Ja, okay. Commander, wir müssen unsere eigenen Soldaten zur Unterstützung der Widerstandsfraktionen schicken, um diese verdeckten Einsätze abzuschließen. Sie werden einige Tage lang nicht verfügbar sein, aber es wird unseren Einfluss beim Widerstand erhöhen und uns zusätzliche Vorräte einbringen. So. Habe ich denn schon einen Sergeant? Nur sie. Und sie, also sie ist müde. Ja, machst du das jetzt hier einfach und was? Einen Rekruten? Nee, nicht wirklich. Scharfschützen brauchen im Idealfall keine Zusatzgesundheit. Ja, okay. Wir sollten vielleicht erstmal gucken, was wir hier noch machen können, ne? Ganz schön viele Sachen. Dieser Einsatz erfordert Felderfahrung, Commander. Wir müssen zur Leitung einen unserer Veteranen schicken. Ah, wir schicken jetzt einfach alle. So. So, ich kann immer nur eins machen. Tja, den hätte ich ja schon ganz gerne eigentlich. Wen nehmen wir denn? Und wir nehmen den hier und Ausweichen plus 6 ist gut für Leute, die halt auch dann viel im Nahkampf unterwegs sind. Das heißt, wir schicken dann hier Dame mit dabei, unseren Ranger. Ah, ist natürlich die Frage, ne? Ich habe ja noch einen anderen Ranger, eventuell ist das auch noch. Ja, komm. Tja, wo ist denn hier Ranger? Müde. Die ist so müde. Ach, dann doch die. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Commander, der Widerstand hat ein geheimes Ressourcenlager vor Advent versteckt. Leider so gut, dass wir über das Gebiet fliegen und es vollständig scannen müssen, wenn wir das Zeug für uns bergen wollen. Tja, aber ich bin ja gerade noch dabei, da was zu machen, oder? Egal. Nee, doch nicht, nee. So. Was können wir jetzt hiermit machen? Commander, die Fraktionen, die Sie kontaktiert haben, sind bestens gerüstet, um die Auserwählten aufzuspüren. Ihr Wissen ist unabdingbar.
wenn XCOM diese Bedrohungen finden und eliminieren will. Gilt das jetzt auch rückwirkend für meine... das hier? Ja. Schaltet ein zusätzlichen Platz frei. Licht das? Ah, schon eigentlich. Man braucht auch wieder Energie. Ja, dann lassen wir es erstmal. Was machen wir jetzt? Können hier noch was bauen? Commander, ich benötige mehr Personal fürs Ingenieurteam, bevor wir mit dem Freiräumen der anderen Räume beginnen können. Ja, wir machen erstmal einfach so weiter und gucken, was uns das bringt. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Tja, und was mache ich damit? Neue Forschung verfügbar. Kommunikationszentrale. Die Anzahl der Regionen, mit denen wir Kontakt aufnehmen können. Commander, das Forschungsteam interessiert sich besonders für dieses Forschungsgebiet. So sehr, dass seine Motivation zur deutlichen Steigerung unserer Forschungseffizienz führen könnte. Allerdings müssen wir schnell handeln, denn trotz ihrer Brillanz ist ihre Zusammenarbeit eher unstet. Ist doch alleine. Oh ja, mach das mal. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Ich habe bemerkt, wie Mannschaftsmitglieder auf die Narbe von der Chip-Entfernung an meinem Hinterkopf starren. Wenn ich das nicht selbst hätte tun müssen, wären die Schnitte sicher sauberer gewesen. Nee, die Probleme mit Twitch, die... Und Sie finden, hab ich generell hier erstmal. Sagen Sie dann zu diesen Auserwählten? Ja, bleib ruhig. Zum Beispiel 84% gedroppte Frames vor ein paar Sekunden über die letzten 2 Minuten. Tja, das ist schon ganz schön hart. Aber auch das ist wieder sporadisch und hat hauptsächlich mit der Verbindung von meinem PC zu Twitch zu tun als über den Downstream. Tigen lässt mitteilen, dass das neue Widerstandskommunikationsnetzwerk voll einsatzbereit ist. Wir müssen die Nachricht nur noch verbreiten. Neue Region, okay. Nachdem wir nun eine Verbindung hergestellt haben, können wir unsere Informationsressourcen einsetzen, um die lokale Widerstandszelle zu kontaktieren. Neben dem Zutritt zur Geheimeinrichtung sollte die größere Reichweite auch unseren Zugang zu Vorräten verbessern. Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte das hier weiter scannen. Da das ganz gut funktioniert hat, sollten wir vielleicht so weitermachen, Commander. Schaltet einen Einsatz zur Rettung des gefangenen genommenen Soldaten frei. Ja, gut. Unsere Freunde vom Widerstand haben uns geholfen, den Aufenthaltsort unseres vermissten Soldaten zu finden. Die Vorteile, die uns durch die Unterstützung der Widerstandsfraktionen bei ihren verdeckten Einsätzen entstehen, sind ein wahrer Segen für unsere Bemühungen, auch wenn wir dabei Risiken eingehen. Unsere Soldaten könnten angegriffen und gefangen genommen werden. Keine einfache Entscheidung, wie es scheint. Vielleicht erwischen wir die Ältesten auf dem falschen Fuß, wenn wir unsere Taktik ändern und mal was Neues versuchen. Commander, Mox wurde gefangen genommen. Wir müssen ihn um jeden Preis retten, bevor die Auserwählten ihm etwas antun. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin.
Zielsicherheit. Für wen könnte das denn interessant werden? Am ersten ja noch für einen Scharfschützen, ne? Muss ich dann jetzt die nehmen, die hier schon einen haben, so einen Hund? Nee, ne? Mobilität plus 1. Tja, wer braucht denn am ehesten Mobilität? Scharfschützen vielleicht? Weil die sollten sich im Idealfall nicht viel bewegen, aber wenn die sich bewegen müssen, dann erst recht, ne?